Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Filmlaved. Ich war mit den Namen 2 Uhr gucken. An der wisst ihr, ich stehe auf trashige Horrorfilme, aber wenig mir das Ganze sogar zu trashig. Ja, da erzählen sie euch noch hier bei Filmlaved. So, also ich komme ein bisschen aus meiner unfreiwilligen Sommerpause rum. Ich wollte eigentlich keine Sommerpause machen, aber trotzdem hatte ich irgendwie einen gemacht. Boah, ist nicht schlimm. Jeder braucht ein bisschen Zeit für sich ein bisschen zu entspannen. Und die habe ich auch ein bisschen gebraucht. Und ja, mit was könnt ihr das Ganze besser aufhängen, wie mit einem geilen Horrorfilm? Und du, wenn der Hunde schaut, so ein nicht dabei. Nee, einen geilen Horrorfilm habe ich nicht dabei. Ich habe mich rum an das Kino gesagt und schon mal gedacht, so, lo fangen wir mal an, lo gehen wir einen Film gucken und checken, vielleicht geht der Name jo witzig, vielleicht, so wie ich das eben mit Insidious hun oder Conjuring, wo ich so, okay, das ist also so ein bisschen Geisterbund fuhren, so ein bisschen Geisterband-Feeling als du, und darüber kann ich lachen und das ist witzig und ja, es soll den sich nicht zu viel Dave gegangen werden, aber irgendwie ist das ganz, ja, wenn man ein bisschen spannend, dann da kann ihn halt sich aber amüsieren. Für noch mit Kollegen kann ihn sich an denen Filme amüsieren, aber bei den Namen 2 ist das alles gut nicht der Fall. Ich schon nicht faszinierend fand, wie Filme sind knapp, was sind 100, 105 Minuten, also wirklich mal kein angenehm Längt für Film, es einfach so an den Sand setzen kann. Also mir fällt nicht viel an, was ich halt positiv auf hier heben kann. Etwas, wo man sich direkt aufhängt, was ich eigentlich ein bisschen positiv fand, ist eigentlich der Charakter. Also The Nun, oder also den Antagonist, The Nun fand ich optisch ziemlich gut gelungen. Das ist schon eine spooky Figur und fand ich faszinierend. Und dann fängt der Film um, mir zu erklären, was hat der Figur stößt. Und ich denke mir, wow, du hast ja schneicht ernst das angefallen wie das. Wie kann denn dann ein Antagonist so charakterlos und so flach schreiben? Du wirst aber so viele Möglichkeiten dran gewischt, für so einen Charakter besser zu etablieren. Ja, den Antagonist bleibt halt absolut flach. Aufgesehen von seiner Optik, erstichst du nicht mehr ganz viel dahin. Und der Rest gilt eben auch für die anderen Personagen, die anderen Charakteren, die hier mitspielen, von Charakterentwicklung als hier nicht zu schwätzen. Das guckt den sich an und du gesagt den, das E-Charakter dabei, du meinst den so, ja, hier könnte eventuell eine Charakterentwicklung stattfinden, wenn du die darum sehr vergisst, das geheimen sehr über Bord, weil Charakterentwicklung braucht keinen. Braucht keinen. Und du weißt, da kann ich noch mit keinem von den Charakteren so ein bisschen relaten. Natürlich keine Verbindung zu diesem Charakter. Sie sind einem alle komplett egal. Sie waren eigentlich schon beim ersten Teil egal. Und nun kommt es dann eben auf die Story zu schwätzen. Weil am ersten Teil war die Story halt, weißt du, etwa ein Unhaltspunkt. Etwa ein Unhaltspunkt, wo den erzählen kommt. Und bei den anderen 2, der Film fängt an und es freut sich, was ist die Mission? Und ich brauche jetzt nicht viel Story am Vierfeld zu erklären, weil The Nun aus dem Du. So aus dem Du, sie haben noch eine Erklärung für was? Das aber, also, es geht ein bisschen wie ein Twist durchgestellt, aber das kein Twist für die, die den nächsten Film gesehen haben. Du hast kein Twist, du. Und es geht aber so durchgestellt wie ein Twist. Das heißt, Story aus vernachlässigbar, absolut vernachlässigbar, langweilig, uninteressant. Verschiedene Punkte, wo ihr seht, da hätte ich keinen Ragoen, wie mir interessant gewesen, haben sie nicht gemacht. Charakterentwicklung haben wir keine, das heißt, alle guten Personagen, die wir hier haben, sind absolut egal. Aber wenn wir hier in Insidious gucken, da hast du immer die Familie, wo du irgendwie mit ihnen, ja, wo du für die Leute empfindest. Das ist hier nicht der Fall. So, das tun wir nicht. Wir haben keinen schlechten Antagonist, wir haben keine Story, wir haben keine guten Charaktere. Wie sieht es dann mit der Atmosphäre aus? Ja, die ist auch nicht da. Also, der Film hat keine Atmosphäre, baut keine Spannung auf. Eben auch, weil die Geschichte so flach ist, entsteht keine Spannung und auch atmosphärische Sätze sind überschaubar. Das übliche Kirchengedöns, was wir schon kennen, ist halt lorem da. Und der Film hat carrément neischt, aber wirklich neischt, ernst das zu bitte wie Jumpscares. Du stehst gut neischt mehr dahin. Und sie könnten nicht mehr offensichtlich sein. Sie könnten nicht mehr offensichtlich sein. Auch du könntest ja ein bisschen, du musst da spielen, das vielleicht, also mit Jumpscares lässt sich aber ein bisschen ab.
bisschen Apps kann ich machen, dass ich das aber witzig fand. Mir sogar die waren langweilig. Es sind zweimal effektiver feiert, aber so mit Usoa feiert. Ich weiß, okay, es könnte lo. Ich werde lo ein paar feiern und es hat mich so hart gelangweilt. Unvorstellbar. So. Das heißt, das tun wir auch nicht. Da könnt ihr aber relativ brutal eventuell gehen. Da könnt ihr ja, bisschen, vielleicht ein bisschen mehr explizit gehen. Aber das gibt noch nicht. Es gibt weiß, keine explizit Brutalität. Das heißt, da hält den auch nicht auf. Das deuten auch nimmer so un. Und dann denkt ihr sich, ja, wir, das wäre aber vielleicht ein Aspekt gewesen, da hätte keinen Raschlohn. Dann wäre vielleicht auch etwas Positives da gewesen. Nee, also, es tut mir leid, The Nun als das Flachst. Oder mit das Flachst, was ich dieses Jahr gesehen habe. Ich habe schon wirklich gedacht, mein Aussprache sind Dave bei diesen Filmen. Ich habe nicht viel, wirklich gar nicht viel Aussprache. Und trotzdem haben sie den Enkel in der Boden. Also die fangen aber, also unbeschreiblich schlecht. Und auch teilweise Kameraerstellungen, wo ich mir gedacht habe, hä? Wieso? Wieso ist das so? Wieso muss denn so ein krasse Gage-Shot gegen Blut, dass ich nicht mehr sein? Das kann ich mal, wenn ich Spannung aufbauen will, aber das war nicht. Wieso? Das war nicht so. Es war keine Spannung aufgebaut, es war einfach ein schlechter Shot. Und dann ganz zu schweigen vom Exposition Talk. Die Charaktere machen nicht anders, wie sich Story zu erklären. Er kann, er geht von Symboliken geschwärmt im Film, er geht von Relikten geschwärmt. Von also von altertümlichen Geschichten, wo, dat, wo den Dämon hier kennt, geht geschwärmt. Und für dich geht es mit Visionen angedeutet. Es geht, ja, sie probieren es dann so ein bisschen, dass sie in der Stadt selber zusammenräumen soll. Aber ihr, den das möchtet, ihr, den so ein bisschen sich kann man Gedanken dazu machen, kommen Charaktere dann so an die stellen sich an Kamera und erklären erst einfach mal ein bisschen, was faserst, was sie noch gerade so tun und was das noch geht. Das heißt, Kap aus für den Film, als auch garantiert. Also, ich hatte wirklich so wenig Spaß mit dem Film. Ich kann mir bald nicht so ein Guck, der steht mit Kollegen und weil das geht witzig. Nee. Aktuell lief tatsächlich Talk to Me an verschiedene Kinos. Ich meine, nee, Lust, also guck denke ich, auf der Website ein bisschen durch. Talk to Me lief gerade ein bisschen mehr an den Kinos. Noch nicht so extrem präsent, aber lief. Oder lief geschwind. Du musst gucken. Da, er lebt. An der Stadt lebt er. Schnell um Lohn, ich muss recherchieren. An der Stadt lebt er am Kinepolis um relativ spät immer. So Feiern ob 10 lebt er immer. Ja, passenderweise für einen Horrorfilm. Und hört wirklich, also The Nun lebt viel mehr auf wie Talk to Me. An Talk to Me, also so, so gut. Also an seinem Kontext, an dem Horrorfilm-Kontext, wirklich wesentlich besser. Wesentlich besser und auch viel Spaß mit Kollegen zu tun, als der Film wirklich gut. Wirklich. Dann geht den dreimal gucken, ehe der Nun 2 gucken geht, weil der Nun 2 als Geld an Zeitverschwendung. Ich meine, das ist eh von den härtesten Kritiken, die ich jemals gemacht habe, an Menge Meinung nach absolut verdient. Ne, Durchgefall, Katastrophe. Und da sind wir fertig mit dieser Episode. Erzählt mal gerne, was ihr vom Film gehalten habt. Also ich denke, ich kann mir nicht vorstellen, dass du irgendwie schreibst, dachte, war aber gut. Kann ich mir nicht vorstellen. Trotzdem, wenn es so war, lasst mich das gerne wissen. Und in dem Sinne, gänge ich so und warte da doch schon. Danke dazu einen Aufruf für zu liken, zu den und zu abonnieren, weil sie noch immer. Wir sind auf 270 Abonnenten, das heißt, vielleicht kommen wir ja irgendwann auf die 300, das wäre mega geil. Gäng mich darüber freuen und dann an dem Sinn verabschiede ich mich und wünsche euch dann ganz viel Spaß am Kino mit irgendeinem anderen Film, aber nicht mit The Nun 2. Ciao!